Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeig dein Bild. Aber zuallererst zeige ich euch mein Studio. Deswegen habe ich jetzt auch längere Wochen lang nichts auf YouTube gepostet, denn ich war hier einfach beschäftigt mit Einrichtungen, mit dem Ankommen in diesen neuen Räumlichkeiten und. Also es steckt hier jede Menge Arbeit drin und es ist auch noch Arbeit, die vor mir liegt, aber dieses Studio werdet ihr in den nächsten Videos öfter sehen. So, jetzt zu Zeig dein Bild. Leute, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Eure Bilder sind zu gut. Ich habe einige Bilder gekriegt und alle durchweg sind echt fantastisch und perfekt aufgenommen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt dazu beitragen kann. Entweder liegt es an meiner harten Kritik in den letzten Monaten oder ihr seid einfach so verdammt besser geworden, ja, dass ich eigentlich gar nichts mehr zu tun habe. Aber die Folge heißt ja, zeig dein Bild und nicht kritisiert dein Bild oder verbessere das Bild. Deswegen gehen wir jetzt nach und nach durch. Und wenn mir nichts dazu einfällt, an Verbesserungsvorschlägen, vielleicht habt ihr ja welche für die Fotografen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, alle Bilder, die hier eingeschickt worden sind, die sind super. Ihr könnt echt stolz drauf sein, zu Recht. Ja. Und mir ja, gefällt es einfach, euch auch hier ein bisschen vorzustellen, euch auch so eine Plattform zu geben. Vielleicht erhaltet ihr auch auf Instagram dadurch mehr Abonnenten und mehr Likes. Wer weiß. So, dann schauen wir uns mal alle Bilder an und wir starten jetzt zu Zeig dein Bild 12. Wow, 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 da sind schon mal ein paar Hämmer dabei, finde ich zumindest. Nicht schlecht, ich mache mir jetzt hier mal meinen Monitor ein bisschen größer, um hier gleich zu starten und zwar mit dem Carsten. Ich ziehe mir jetzt auch mal das Mikrofon mal näher hier ins Gesicht, weil der Hall ist hier schon mal extrem groß. Hier stehen einfach zu wenig Möbel rum und ihr merkt es wahrscheinlich, dass der Hall ordentlich hier ist. So, lass uns starten mit dem Carsten, Mohnblumenfeld. Hallo Sigi, hier ist der Carsten aus Dessau, Sachsen-Anhalt. Ich möchte heute wieder mit dran teilnehmen an ein Bild von meinem Mohnfeld bei Zeig dein Bild. Und dieses Bild ist abends entstanden bei Sonnenuntergang, um die weiche Lichtstimmung einzufangen, was sich natürlich dann auch auf dem Mohnfeld widerspiegelte. Ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich würde mich gerne auf ein positives Feedback von dir freuen und bin auch bereit für Verbesserungsvorschläge. Ja, die Mücken, die hatten mich dann teilweise dann auch da ein bisschen massakriert. Aber es ist noch ein wenig gut drinnen geblieben. Ich habe es noch bis nach Hause geschafft. Viele liebe Grüße. Mach weiter so. Danke. So, Carsten, Dankeschön für dein Bild. Also, Lichtstimmung. Super, oder? Da kannst du doch nichts verkehrt machen. Du hast das Bild am Abend gemacht. Der Himmel oder das Licht ist einfach wunderschön. Dieses rötlich-rot-goldene Licht. Ich mag das halt einfach, weil das Licht einfach weich ist zu dieser Uhrzeit. Und auch nach dem Sonnenuntergang, zu blauer Stunde, liebe ich es ja auch zu fotografieren. Aber hier hast du es eben geschafft, dass die Sonnenblumen, dadurch, dass du gegen die Sonne fotografierst, von hinten angeleuchtet oder auch durchleuchtet werden. Und es gibt halt den Sonnenblumen diesen superschönen Effekt. Du hast ja auch eine 11er Blende gewählt, dass sehr viel scharf sein soll in dem Bild. Das finde ich auch cool und richtig. Eine 20er Blende hätte hier auch nichts gebracht. Es wären jetzt keine Wahnsinns-Blendensterne rausgekommen, weil vor der Sonne ist so ein Wolkenschleier. Also ich zumindest schaffe es da keine geilen Sonnensterne hinzukriegen oder Blendensterne. Deswegen Blende 11, okay, alles cool, ist alles scharf. Einen einzigen Verbesserungsvorschlag hätte ich, einen einzigen. Das ist den Schärfepunkt. Hier müsste man sich eigentlich genau überlegen, wohin setzt du den? Ich glaube, den hast du jetzt in die Mitte gewählt, dass alles scharf ist, weil die Sonne da hinten, die Wolken sind jetzt nicht wahnsinnig scharf und im Vordergrund ist auch alles so leicht unscharf. Ich denke mal, du hast mittig fokussiert irgendwo. Und das ist so die Schwierigkeit. Wo setzt man hier in einem Mohnblumenfeld die Schärfe hin? Wenn du es vielleicht schaffst, eine einzelne Blume im Vordergrund irgendwie anzufokussieren, wo vielleicht noch eine gelbe Biene drauf ist oder so, könnte auch gut funktionieren. Weil ich schaue eigentlich im allerersten Blick auf die hellen Bereiche, das ist die Sonne, oder hier ganz vorne auf die Mohnblumen. Und wenn ich auf beide Stellen gucke, ist es nicht 100% scharf, sondern eher irgendwo da in der Mitte. Also das wäre einfach mein Tipp, vielleicht eher vorne hin fokussieren. Nach vorne, ja. Und lieber den Hintergrund und Mittelgrund
unscharf auslaufen lassen. Das wäre mein einziger Tipp, Carsten. Ansonsten finde ich es cool, dass jetzt die Sonne nicht hundertprozentig in der Mitte ist. Mai kann man auch machen, muss man aber nicht. Ich überlege auch gerade, wenn du die Kamera minimal weiter nach rechts geschoben hättest, also so einen Zentimeter rübergeschwenkt hättest, wäre vielleicht die Sonne genau mittig gewesen und die Wolke wäre eventuell, wenn die da aufgehört hätte, auch ganz drauf gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht ging die ja noch länger. Aber das hätte ich vielleicht gemacht. Einmal nach rechts geschwenkt und hätte nach vorne fokussiert. Das wäre mein Kommentar dazu, aber das ist ein Foto auf hohem Niveau und ich finde es einfach sehr, sehr schön und sehr gelungen. Ja? Und genau so in dem Style werdet ihr sehen, geht's weiter. Also hier kommt kein Schrott mehr. Aber ich ermutige euch, schickt mir bitte eure Bilder, bei denen ihr konkret nach Verbesserungsvorschlägen sucht. Ich kann es verstehen, dass man seine geilsten Fotos reinschickt, dass man möglichst viele Views auch dann kriegt er auf Instagram, aber ich kann halt da kaum noch was dazu beitragen, weil die halt richtig gut gemacht sind. Gut, dann schauen wir uns den nächsten Kandidaten an. Guten Morgen Sigi, da ist wieder der Peter aus Salzburg und ich schicke dir heute mein zweites Bild. Ich sitze jetzt da mitten im Grünen, weil ich vorhabe, dass ich einen Greifvogel fotografiere oder ein paar Rehlein, je nachdem, was mir dann in die Quere kommt. Aber bevor ich mir jetzt da die Tarnmontur überwirf, weil man denkt, mache ich noch schnell das Video, weil ich da eben gerne ein zweites Bild schicken würde. Das Bild ist in Oberösterreich entstanden. Es ist eine Wallfahrtskirche in Lambach. Und ich habe von einer Brücke aus fotografiert. Der Shot ist eigentlich schon 4 Jahre lang geplant worden. Hat aber nie funktioniert. Einmal ist der Lockdown dazwischen gekommen. Dann war das Wetter schlecht. Einmal habe ich verschlafen, muss ich auch zugeben. Ja, aber dieses Jahr im Mai hat es geklappt. Wie gesagt, ich habe von der Brücke aus fotografiert. Der Plan wäre ja gewesen, dass der Mond direkt über der Kirche steht. Das ist mir leider zunichte gemacht worden, weil in dem Moment hinter mir LKW über die Brücke gefahren ist. Die hat vibriert. Und ja, also das Ergebnis, ich sage mal so, das hätte besser in der Video reingepasst, perfekt unscharf. Aber gut, damit kann ich leben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und wünsche dir und all deinen Followern einen schönen Tag und vielleicht hört oder sieht man sie wieder mal. Vielen Dank. Tschüss. So Peter, vielen lieben Dank für die Einsendung deines Fotos und dieses ausführlichen Videos mit den Hintergrundinformationen dazu. Das finde ich auch recht schön, dass sich Fotografen so einfach auch vorstellen und dass man dann auch sieht, wer da hinter der Kamera steht. Okay, bei dem Bild, bei dieser Wallfahrtskirche, da habe ich tatsächlich, was die Bildkomposition angeht, einen Vorschlag oder Vorschläge für dich. Und zwar fallen mir hier 2 Dinge auf, die man besser hätte machen können. Auch wohlwissend, wenn der Mond da drüber schießt, muss man sich beeilen. Aber die 15 Sekunden hätte ich mir noch gegönnt, sage ich mal. Ich hätte nämlich die Lichter, die hier auf der linken Seite zu sehen sind, den Randbereich, schöner aufgenommen. Das heißt also, ich hätte die Kamera minimal weiter nach links geschwenkt oder auch weitwinkliger fotografiert, wenn es gegangen wäre, um diese Lichter nicht so am Rand erscheinen zu lassen. Und dasselbe gilt dann auch unten, um die Spiegelung komplett einzufangen. Das ist für mich immer so ein No-Go, die Kirchturmspitzen oder die Hausspitze, die Dachspitze abzuschneiden. Die Spiegelung ist so wunderschön, also da würde ich halt darauf achten, entweder weitwinkliger zu fotografieren oder die Kamera noch ein kleines bisschen zu neigen. Das wäre ja wirklich nur minimal gewesen. Ja, wohlwissend weiß ich, also ich weiß aber auch, wie schwer es ist, wenn der Mond genau, ja, das Motiv da passiert, muss es schnell gehen, weil du einfach nicht viel Zeit hast, ja, und dann ist es halt gut, wenn man den Shot vorher vielleicht schon mal geübt hat oder so oder sich dessen zumindest bewusst ist und nicht mehr korrigieren muss, weil so viel Zeit hat man da einfach nicht. Ne? Aber das wäre so mein Beitrag zu deinem Bild. Also da kann man minimal noch was besser machen. Aber ansonsten ist die Lichtstimmung auch cool mit Blendsterne. Mich fangen die, das ist ein Bauernfänger. Ich steige da drauf ein. Ich finde es einfach cool. So, und jetzt hast du noch einen kurzen Abschlusskommentar. Den lassen wir auch noch kurz abspielen. Kurzes Resümee vom heutigen Vormittag. Das Aufstehen hat sich ausgezahlt. Rehlein waren da, Mäusebussard, Milan, Graureiher. Was will man mehr? Ich bin gerade total happy und jetzt geht's heim ins Bett.
Bye bye, Peter. Dann geht's zum nächsten Kollegen, zum Michael. Hallo Sigi. Heute schicke ich dir in dein tolles Format mein Bild Morgenerwachen vom Eibsee. Mein Ziel war es, den Eibsee so zu fotografieren, wie er am Morgen durch den tollen Lichtanfall von der linken Seite oftmals im Frühherbst zu sehen ist. Ich habe auch einen Vordergrund mit einbezogen, weil ich ein bisschen Tiefe reinbringen wollte, weil die Szene sonst relativ flach wirkt. Mich würde es interessieren, was hättest du denn anders gemacht? Hättest du den Vordergrund anders einbezogen oder hättest du die Lichtverhältnisse nochmal anders genutzt, indem du später gekommen wärst? Wäre einfach ganz interessant, das mal zu erfahren. Übrigens super tolles Format, Sigi. Und ein super tolles Bild, Michael. Auch an dich, Riesenkompliment. Cool, ich kenne diese Stelle. Ich war ja auch schon öfter mit Workshops am Eibsee, auch immer sogar vor dem Sonnenaufgang. Da ist eben noch alles dunkel, dann geht die Sonne langsam auf und dann geht es, sobald du die Sonne links reinstrahlen siehst, geht es dann so schnell, dass dann alles überbelichtet bzw. dann alles ausbrennt. Deswegen ist es einfach echt schwer, weil, weißt du, wenn die Sonne links über den Berg drüber kommt, dann wird das Licht auch zunehmend härter. Das ist nicht so, dass man kurz nach Sonnenuntergang hier schon ein geiles Bild hinkriegt. Da sind die Bergspitzen noch nicht richtig angeleuchtet. Also es ist echt schwer, da zu fotografieren, wobei die Kulisse super schön ist. Du hast es halt hier insofern geil gemacht, dass du einen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund hast. Du hattest Glück mit dem Wind, da ist kaum Wind auf dem Wasser. Wie lange hast du belichtet? Steht es da? Eigentlich gar kein Wind, du hast eine kurze Belichtungszeit wählen können. Trotzdem super geile Spiegelung. Du bist auch nicht zu tief mit der Kamera gegangen, sonst hätte nämlich der Grasbüschel hier von dem Ufer, von den Bäumen viel weggenommen. Also da beißt sich nichts. Die Spiegelung ist ja echt wunderschön, perfekt. Was willst du da noch besser machen? Man könnte am Dunstregler vielleicht den Lightroom nur ein bisschen nach rechts ziehen und mit dem Pinsel die Berge noch schöner, klarer herausarbeiten, weil da so ein gewisser Dunst da drin ist im Berg. Vielleicht den Himmel, da wo er eben ausgebrannt ist, genau in der Mitte, da wo die Wolke ist, da vielleicht die Lichter nach links noch runterziehen. Und was man vielleicht noch machen kann, ist vor Ort mit der Kamera vielleicht 20 cm weiter zurückgehen, wenn es denn möglich ist. Also weißt du, wenn die Steine separiert komplett im Wasser sind, gefällt es mir immer besser, als wenn irgendwas hineinragt ins Bild. Wenn die Steine freistehend wären im Wasser, fände ich es noch mal schöner. Aber wenn da gleich die Uferkante ist, wahrscheinlich war sie auch da, dann kannst du natürlich nichts machen. Aber wenn das möglich ist, die Steine noch ein bisschen separieren im Vordergrund, sodass die nur im Wasser liegen, wäre es für mich noch mal geiler. Aber an sich, was kann man sich überhaupt nicht groß beschweren. Es ist ein tolles, tolles, tolles Bild und mir gefällt es sehr. Schön, dass du es eingereicht hast. Wow, jetzt geht hier gerade ein richtiges Gewitter geht hier gerade runter. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Gut. Boah, ist das laut. Dann schauen wir uns das an mit einem wohlbekannten Fotografen, der mir jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal ein Bild zugeschickt hat. Und zwar ist es der Dirk. Hallo Sigi, Gratulation zu deinem sensationellen Format, wie immer genial. Ich habe dir heute was eingeschickt, das ist spontan entstanden, als ich am Bodensee war in Langenargen am Malerik, um meine neue Kamera auszuprobieren. Oh. Ich habe herumgetüftelt mit allem und auch mit einer Taschenlampe, mit Filter etc. eine Langzeitbelichtung hinbekommen in einer einmaligen Lichtstimmung, wo ich selber überrascht war, dass es so rauskam. Und es ist wirklich sehr, sehr wenig nachgearbeitet worden in Lightroom. Und ich nenne das Bild mal das Ungeheuer vom Bodensee. Das Gerümpel davor spielt gar keine Rolle für mich. Es macht es für mich sogar noch interessanter. Ja, das Ungeheuer steigt einfach so im Tumult auf und zeigt sich zu erkennen. Bin mal gespannt, was du da dazu sagst. Vielleicht bekomme ich ja ein Bäm. Ich danke dir. Hi Dirk. Also, ich kann es total geil nachvollziehen, dass du dieses Motiv fotografiert hast, weil wenn man so in der Nacht am Ufer entlangläuft, dann freut man sich richtig, wenn irgendwas aus dem Wasser rausguckt, wenn du so einen Ast findest oder so, weil dann hast du halt zumindest ein Motiv. Du hättest ja auch einfach rüber aufs andere Ufer fotografieren können, aber da wäre es halt ein langweiliges Bild gewesen. So ist es schon wesentlich interessanter,
und man guckt in dem Bild hin und her und denkt, wow, was ist da los? Okay, eine Sache würde ich wirklich verbessern oder dir mit auf den Weg geben, wenn man Objekte in der Nacht anleuchtet und die sind direkt vor einem, wie jetzt der Vordergrund, diese Äste, ne, am Ufer und auch dein Ungeheuer, was so 2 Meter vor dir liegt, versuche nicht zu punktuell mit der Taschenlampe zu leuchten. Das ist halt super schwer, vor allem wenn du so ein weißes Licht hast, weil hier sieht man ganz deutlich, da wurde mit künstlichem Licht 1-2 Sekunden drüber geleuchtet. Und das ist wirklich schwer, da es eher dezent hinzukriegen. Am leichtesten ist es natürlich, wenn du da ein Licht dabei hast, was schöner streut, ne, was weicher ist, was auch von der Lichtstimmung vielleicht anders ist. Aber da kann man echt noch ein bisschen was besser machen und nicht direkt auf den Boden leuchten, sondern vielleicht indirekt mal anleuchten. Also es gibt Möglichkeiten und Wege, weil ich schaue ganz, ganz sehr auf dieses Ufer gerade und denke mir, wow, was ist da, warum ist diese so super hell? Ja. Aber klar, wenn du es gar nicht angeleuchtet hättest, wäre alles pechschwarz, hättest du auch nichts gesehen. Also hier, mein einziger Verbesserungsvorschlag ist, nicht so lange auf das Ufer leuchten, ja, und vielleicht eine weichere Lampen und eine weichere Lampe verwenden, weichere Lichtquelle, ne? Oder die, weißt du, es gibt Stirnlampen, die sind halt sehr punktuell, aber es gibt auch andere Leuchten, die haben so einen Lichtkegel, ne? Die sind dann schon einfacher für solche Dinge zu gebrauchen. Ansonsten, man hätte das Motiv auch näher, also man hätte es auch so fotografieren können, glaube ich zumindest, dass der Uferbereich nicht zu sehen ist. Wäre auch nochmal interessant gewesen. Ob es aber besser geworden wäre, kann ich nicht sagen. Aber ich hätte es auf jeden Fall probiert, mit einem extremen Weitwinkel, 14 mm oder 16 mm, auch damit zu fotografieren und näher ranzugehen. Ja, warum gibt es keinen Bam? Weil mir ist zu unaufgeräumt, ja, und zu hell im Vordergrund. Aber dennoch, es ist geil, dass du es so hingekriegt hast, Dirk, wirklich. Also geil, und sind wir hier unten in der Mitte auch, da ist noch irgendwelcher Unrat, den unten, ganz unten, den könnte man vielleicht auch noch irgendwie wegstempeln oder das Bild ein bisschen abschneiden. Und ja, das wäre so mein Tipp dazu. Ne? Ansonsten finde ich das eh immer voll geil, wenn Fotografen auch nachts rausgehen und Landschaftsbilder machen. Das ist so untypisch und das machen echt die wenigsten. Und ich habe da einfach die meiste Freude auch dabei irgendwie, weil die Einstellungen sind immer ähnlich. Man muss sich viel mehr quälen mit der Bildkomposition. Mir macht es halt einfach Spaß und ich kann das nachvollziehen, wenn das andere auch machen. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Danke, Dirk, für die Einsendung. Zum Markus, ist glaube ich auch schon das zweite Mal dabei. Servus, Siggi. Ja, leider hat es in der Folge 7 nur zu einem Fast-Bam gereicht. Daher werde auch ich zum Wiederholungstäter bei deinen Videos, zeig dein Bild. Ich bleibe meiner Heimat treu und zeig dir ein weiteres Bild von der Schwäbischen Alb, genauer die Burgruine Reusenstein. Diesmal habe ich sie bei Sonnenaufgang fotografiert. Natürlich waren wieder Wetterkarten und Apps mit im Spiel. Hau rein, zerreiß es, zerpflück es, sag mir, wie es dir gefällt. Viel Spaß dabei. Also ich kann's dir nicht zerpflücken, weil es ist einfach technisch perfekt gemacht. Es ist echt gut. Es ist gut. Du hast diesen roten Himmel, den ich zumindest sehr liebe. Da ist nichts ausgebrannt von der Bearbeitung her. Ist auch nichts schief gelaufen oder so. Das ist halt einfach ein gut gemachtes Bild. Ja? Trotzdem, das Motiv an sich, dafür kannst du jetzt nichts. Das spricht mich jetzt halt weniger an, weil ich habe halt mit Burgen total weniger am Hut. Ne? Mich schauen die so ein bisschen traurig aus. Aber von der Macher des Fotos, ja, ist es echt cool. Die Bildkomposition ist auch gut. Ja? Wärst du niedriger gegangen, hättest keinen Mehrwert gehabt. So wie es ist, ist es doch toll. Und ich habe keinen Verbesserungsvorschlag. Wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Von der Bearbeitung her, von der Machart her. Ich könnte es nicht besser und ich wüsste nicht, Markus, was da noch zu verbessern ist. Also, Mai, vielleicht hast du Glück, das Bild nochmal zu machen, dass man auch Wolken sieht. Aber einfach sehr, sehr geil gemacht. Und da bitte ich jetzt euch als Zuschauer oder dich als Zuschauer, je nachdem, hier auch mal einen Beitrag zu liefern. Was kann man denn da noch verbessern? Wenn es nichts zu verbessern gibt, ey, geil. Freuen, einfach dran erfreuen und weitermachen. Ja, dasselbe Bild im Winter nochmal machen mit Schnee und Sonnenaufgang. Das wird noch ein bisschen schwieriger.
So, dann komme ich zum nächsten Kandidaten, zum Gino Biero. Und die Hängebrücke kenne ich doch. Servus, Sigi. Ich habe nochmal ein Bündel für dich. Und zwar bin ich mit dem Mountainbike zum Diesbach-Stausee geradelt. Und bei der Rückfahrt am Klausbachtal an der Hängebrücke habe ich dieses Bild gemacht. Und da war tatsächlich kein einziger Mensch da, habe ich Glück gehabt. Und aus Gewichtsgründen habe ich meine kleine Sony ZV1 dabei gehabt. Ja, was sagst du dazu? Mir gefällt es besonders, habe auch ein bisschen geachtet, Symmetrie und so. Und ja, hochkant ist, glaube ich, schon das die bessere Wahl gewesen in dieser Location. Okay, danke für dein Feedback. Servus. Ja, danke schön auch für dieses Bild. Die Hängebrücke kenne ich aus dem Winter. Da war ich einmal da am Hintersee und habe diesen Hauptspot fotografiert. Und dann bin ich rübergelaufen mit dem Fotografen, mit dem Flo. Und ich stand auch genau da. Und was ich auch gut finde, du stehst auf der richtigen Seite. Zumindest finde ich, dass das die richtige Seite ist, dass du den Berg im Hintergrund hast mit den Bergspitzen. Ich habe das Bild auch so gemacht, so ähnlich zumindest, auch im Hochformat und habe auch auf die Symmetrie geachtet, dass ich genau in der Mitte stehe, dass ich die Bergspitzen noch mit drauf habe und dass kein Mensch auf der Brücke ist. Ja? Also es ist echt gut gemacht. Es ist verbesserungswürdig, was vielleicht den oberen Bereich angeht. Ich hätte mir jetzt noch ein bisschen mehr Luft nach oben hin gewünscht. Ja? Aber es ist halt auch die Frage, wenn du kein weitwinkliges Objektiv hast und nicht noch weiter zurückgehen kannst, ist es halt nicht möglich. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist, ja, wenn man was Weitwinkligeres hat, kann man es machen. Du bist hier wo? Steht jetzt nicht da mit Blende 2. Ist es Blende 2? Weiß ich nicht genau, aber zum Objektiv ist jetzt keine Angabe gemacht. Ja, also das Einzige, was kannst du hier noch besser machen, ist, vielleicht andere Uhrzeit wählen, dass die Sonne nicht komplett senkrecht über dir steht, also nicht zur Mittagszeit, dass das Licht halt wärmer ist, dass mehr Kontraste da drin zu sehen ist und dass die Bergspitzen noch ein kleines bisschen mehr Luft haben nach oben hin. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ich habe es same gemacht wie du und sonst habe ich da keine Verbesserungsvorschläge. Ich kann dir nur noch eine kurze Sache sagen, als ich im Winter dort war und es war ja alles voller Schnee, habe ich versucht, von unten irgendwie noch ein cooles Foto zu machen. Dann wollte ich wieder super kreativ sein, bin mit meinem ganzen Equipment durch den Schnee da unten durchgestampft und es ist so uneben auf den Steinen unten gewesen und so glatt, mich hat es da echt hingelegt mit dem schweren Fotorucksack. Hat es ganz schön wehgetan, ey. Hab zwar da noch ein Mini-Wasserfall da unten noch fotografieren können, aber ach, das war auch so ein Erlebnis, ne? Wenn man da im Schnee Mist macht. So, aber sonst keine weiteren Verbesserungsvorschläge. Hier ist auch wieder die Community gefragt. Mei, ihr seid einfach schon zu gut geworden. Das ist halt echt, ist wie es ist. Gut, der nächste Kandidat ist Dominik. Servus Sigi, erst einmal ein riesen fettes Lob an deinen Kanal und die Arbeit, die du dir machst. Es sind wirklich saufui geile Videos dabei, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich ein Video von dir gefunden zum Thema Perfektion. Und genau das ist, glaube ich, so mein Fehler gewesen, warum ich nie fotografieren war. Irgendwie habe ich mir immer eine Ausrede gesucht, warum ich nie gehen soll. Und wie du schon gesagt hast, einfach mal gehen und machen. So, nun zu dem, was ich dir geschickt habe. Das eine Bild ist letztes Jahr in Etretat entstanden, wo wir in Frankreich waren im Urlaub. Da sind wir über 11 Tage quer durch die Normandie und die Bretagne gefahren, so Step by Step, immer so 2-3 Tage maximal geschlafen in der Ferienwohnung und dann weitergezogen. Und Etretat ist bekannt für seine wunderschönen Klippen. Dort findet man im Netz aber meistens die Fotos von diesen Klippen mit diesen Elefantenrüssen. Auf der bin ich dann übrigens auch gestanden, weil ich mir dachte, ich mache jetzt ein Foto, was nicht jeder macht, sondern mach einfach das, was in der Umgebung mal ist. Ich hoffe, es ist mir jetzt gelungen. Hab's anfangs versucht mit Verlaufsfiltern und ND-Filtern und verschiedenen Belichtungszeiten, Blenden, Pipapo. Ich hab's nicht hinbekommen. Entweder war's vorne oder hinten von der Helligkeit nicht richtig. Ich habe gesagt, okay, ich mach's jetzt anders. Ich habe 3 Fotos gemacht, dunkel, hell und normal belichtet.
schiebe das zum HDR zusammen und das, was du siehst, ist dabei rausgekommen. Würde mich mal interessieren, was du oder auch die Community dazu sagt, ob ihr genauso zufrieden seid wie ich oder ob man was hätte anders machen können. Zum anderen, St. Michel habe ich dir auch mal mitgeschickt, sah ich jetzt auch in zeigt ein Foto und auch ich habe es nicht gefunden, dieses viele Wasser. Und die Tagesfotos, ja, die sind nicht wirklich sehenswert, auch Sonnenuntergang war nicht so der Burner. In der Nacht habe ich es dann nochmal versucht und bin auf die Suche gegangen, habe dann eine 3 Quadratmeter große Pfütze gefunden, habe mich dann auf den Boden gelegt und fotografiert. Zufrieden? Naja, bin ich jetzt nicht wirklich mit dem Foto. Vielleicht hast du da auch irgendwie einen Rat beiseite oder auch die Community. Also irgendwie gefällt mir das Bild nicht. Ansonsten mach weiter so. Demnächst habe ich auch mal vor, bei dir einen Workshop zu buchen, wenn es bei mir zeitlich jetzt mal rausgeht, weil ich nämlich jetzt gerade richtig motiviert bin, weiterzumachen und ja, ich kann mit Sicherheit noch das ein oder andere lernen von dir. Dankeschön, Dominik, für deine 2 Bilder und ich freue mich, dich auch mal an einem Workshop bei mir begrüßen zu dürfen. So, lass uns mal reinschauen. So, das Strandbild hier oder das Küstenbild mit Sonnenuntergang. Kann man was verbessern? Ich glaube nicht. Ich meine, dass du ein HDR gemacht hast, kann ich völlig nachvollziehen. Es ist immer so, wenn du gegen die Sonne fotografierst, wird es auch schwieriger zu fotografieren, dass der Vordergrund auch einigermaßen hell ist. So ist es eigentlich ganz gut gelungen. Haut's mich von den Socken? Nein, weil ich solche ähnlichen Bilder schon selber oft gemacht und auch gesehen habe. Und es ist echt krass, wenn ich überhöht stehe irgendwo, ob es jetzt da ist oder in Malle oder in Nordspanien, egal. Es schaut immer schön aus für mich, für mein Auge. Ja. Aber auf dem Foto denke ich mir, ja, war nice, weg. Weißt du, ich habe hier keinen so richtigen Punkt, keinen Aufhänger. Es ist halt ein schönes Landschaftsbild, weil du eben alles zeigst, die Kulisse. Das ist eine schöne Erinnerung, aber es ist so kein Bam, weißt du, das irgendwie fehlt mir halt da irgendwas, wo ich hingucken soll. Ich schaue halt hier auf die Sonne, ich schaue links auf den Berg mit dem Bogen und rechts auf diesen Spitzenfels. Finde ich auch cool. Ich finde auch das Gras im Vordergrund cool. Ja, es sind viele Dinge in dem Bild, die schön sind, aber nicht herausragend. Also weißt du, mir fehlt da so das i-Tüpfelchen. Aber ich kann dir hier keinen Verbesserungsvorschlag geben. Ich hätte, wenn ich da gewesen wäre, mit der Kamera noch ein bisschen weiter nach links gegangen, um weiter nach rechts zu schwenken, mal das probiert oder mich nur auf den Berg hinten konzentriert mit einer längeren Brennweite, mit dem Loch drin. Aber so allein zu dem Bild, alles cool. Also ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Es ist gut gemacht und das kannst du einfach so stehen lassen. Ja, wenn es für dich eine coole Erinnerung ist, why not? So, aber bei dem anderen Bild hier bei St. Michel, hier in Frankreich, da gibt es einen Verbesserungsvorschlag, den ich auf jeden Fall, also das hätte ich auf jeden Fall gemacht, wenn ich diese Pfütze gefunden hätte, dann wäre ich da auch reingegangen. Oder zumindest hätte ich mich auf diesen kleinen Mini-Hügel da vorne hingestellt, um das Dach da nicht, um die Turmspitze nicht abzuschneiden. Also ich wäre mit meiner Kamera einfach näher an die Pfütze ran, das Objektiv 1 Zentimeter über dem Wasser gehalten, hätte einen Stein gesucht oder irgendwas, hätte es ins Wasser reingelegt, dass die Kamera bodennah ist oder wassernah ist. Weißt du, wie ich meine? Der Vordergrund, der macht das Bild für mich kaputt. Den brauche ich da nicht und der zerschneidet mir oben auch den Turm, den schönen. Das ist mein Tipp für dieses Bild. Ja, jetzt bist du natürlich nicht mehr da, aber fürs nächste Mal einfach. Ne? Wenn du irgendwas im Vordergrund siehst, was dir die Spiegelung nimmt, geh einfach weiter ran. Und hier, wenn es nur eine Pfütze ist, da hätte man auf jeden Fall weiter rangehen können. Und irgendwas lässt sich immer finden, um die Kamera da bodennah hinzustellen. Wenn ich nichts im Rucksack hätte, wäre ich echt so assi und hätte mein T-Shirt ausgezogen, hätte eine Wurst rausgebaut und hätte die Kamera auf mein T-Shirt gelegt. Ohne Scheiß, weil wenn ich ein Bild machen will und bin da nur einmal in meinem Leben, dann setze ich alles dran, boom, da durchzuziehen. Ja, wenn man das auch sieht.
Genau. Weil aus der Hand wäre es hier nichts geworden, was 10 Sekunden lang belichtet, damit es so aussieht, wie es aussieht. Du hast auch schön Blendsterne da eingefangen, obwohl du jetzt nur mit einer 2.8er fotografiert hast. Aber kommt halt einfach geil. Genau, Dominik, das wär so mein Tipp dafür. Jetzt geht's weiter mit einem sehr, sehr schönen Bild. Passt auf. Servus, lieber Sigi. Pascal hier aus Österreich, Hobby, Natur- und Landschaftsfotograf. Das Foto von den Haubentauchern mit den Jungen ist mir heute im Mai gelungen. Das Nest beobachte ich schon ungefähr seit fast 3 Jahren. Und dieses Jahr ist es mir im Mai gelungen, das schöne Foto zu machen mit den stolzen Eltern und den Jungen am Rücken. Es hat alles passt an den Morgen. Die Sonne ist gegenüber von mir aufgegangen. Also ich habe gegen das Licht fotografiert, aber schöne tiefe Positionen wählen können, dass dieser Klo-Effekt am Wasser entsteht. Der einzige Nachteil war, die Mücken haben mich zerfressen, also es war Katastrophen. Aber zum Glück ist das schöne Foto dabei rausgekommen. Ich bin auf deine ehrliche Meinung und Feedback gespannt und vielleicht zeige ich ja mein Foto bald einmal auf YouTube. Wäre cool. Liebe Grüße, ciao, ciao. Pascal, dein Foto siehst du hiermit auf YouTube und ich finde es der absolute Hammer. Und von mir kriegst du ein... Wow, Pascal, ich freue mich für dich. Ich habe so ein Foto noch nie gesehen und ich finde es einfach geil, diesen Glow, den du beschreibst auf dem Wasser, wie du den eingefangen hast. Die Lichtstimmung ist so schön und das Motiv an sich ist einzigartig. Das ist einzigartig und das, was mir jetzt hier schon wieder Gänsehaut bereitet, ist, du hast mir erzählt, du beobachtest dieses Nest von diesem Haubentaucher schon 3 Jahre lang. Ja, das heißt, du warst ja schon so oft an dem Spot und hast auf einen Moment gewartet. So ein Tier- und Naturfotograf zeichnet es echt aus, im richtigen Moment am Start zu sein und dann da das richtige Bild zu machen. Ja, ich sage immer, einen guten Fotograf zeichnet es aus, dass er Bilder wiederholen kann mit gewohnt guter Qualität. Aber ein Tierfotograf, der kann so ein Bild nur einmal in seinem Leben machen. Ja, diesen Moment hast du richtig geil genutzt. Und hast es auch noch perfekt ästhetisch geil umgesetzt. Also das ist, finde ich, Kunst und hohes Kunstwerk oder wie du es nennen willst. Du hast da einfach abgeliefert in der Sekunde, in diesem Moment. Ja, und ich sage dir auch, was ich gut an dem Bild finde. Ja, also diesen Glow-Effekt, das Morgenlicht. Ich finde es gut, dass der Haubentaucher also Platz hat, also in seine Blickrichtung Platz hat. Das finde ich gut. Von der Perspektive her ist auch alles geil. Du warst ja mit der Kamera wirklich auf Wasserkante. Das sind so auch mal eine meiner liebsten Perspektiven, so dicht am Wasser zu sein, was echt nicht easy ist. Und dann auch in Verbindung mit dem Vogel und dem Kleinen. Und es ist so ein schöner Moment. Ich freue mich richtig für dich und habe hier keine Verbesserungsvorschläge. Ich finde es genial. Ich finde es einfach cool. Ich finde es echt wunderschön, ja. Und vielen lieben Dank für deine Geschichte und das ist für mich ein einzigartiges Bild, nicht wiederholbar und auf jeden Fall abgeliefert. Okay, Pascal, Dankeschön und jetzt geht's weiter zum Ricky. Servus Sigi, der Richard aus München. Heute möchte ich mich mal wieder mit einem Bild bei dir bewerben, für deine Aktion. Zeig mir dein Bild. Und zwar war ich da unterwegs Richtung Eibsee, den Sonnenaufgang fotografieren. Aber da hat ein guter Spätzle zu mir gesagt, wenn du mal zum Eibsee fährst, dann bieg mal in Greinau links ab. Gesagt, getan. Und das Ergebnis siehst du hier. Ein wirklich tolles Motiv. Und jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Und natürlich auch auf die Meinung von der Community. Okay, danke, das war's. Ciao. Ricky, vielen lieben Dank für dieses Bild. Ich kenne den Spot. Ich kann dir auch sagen, ich stand auch genau da an dem Punkt, und habe die Kirche auch so fotografiert. Und dein Bild ist viel cooler als meins, weil du zur richtigen Uhrzeit da warst. Ich war nämlich nach der Eibsee-Sonnenaufgang-Fotografie dort. Und da waren die Bergspitzen schon so stark angeleuchtet, so weiß fast schon. Da hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe da auch nur ein Foto gemacht, dachte mir, ach komm, ist Schrott. Aber so fotografiert ist es tatsächlich wirklich schön. Es gefällt mir echt außerordentlich gut. Und ist richtig stimmungsvoll. Was man hier besser machen könnte, ist dem Ganzen vielleicht, ach,
wenn es denn geht, ich weiß es auch nicht, mehr Luft nach oben geben. Ne? Das ist ganz knapp oben abgeschnitten. Ja, aber es hängt halt auch vom Objektiv ab. Kann man weiter irgendwie weitwinkliger fotografieren? Man kann auf jeden Fall noch ein weiter Stück zurückgehen, das weiß ich da auf der Wiese, das würde gehen. Und das wäre so der einzige Verbesserungsvorschlag, den ich noch hätte. Ja. Mehr Luft oben über der Kante lassen. Sonst ist es ein bisschen abgehakt. Ne? So abgehakt, so passt's. Also, Ricky, schönes Motiv und echt gut umgesetzt. Aber hier gerade, wenn ihr in Greinau seid oder am Alpsee seid und wollt das geile Bild machen, ihr müsst euch entscheiden, entweder Ammersee, Freudscher Versprecher, nein, entweder Alpsee, Sonnenaufgang oder dieses Motiv. Beide Motive sind 15 Minuten voneinander entfernt. Beides kriegt man nicht richtig gut hin. Ja, also vielleicht habt ihr, liebe Community, da auch noch einen Verbesserungsvorschlag, aber ich sehe da keinen, bis auf mehr Platz nach oben lassen. So, alles klar. Wen haben wir denn da? Hallo Sigi, ich bin der Paul aus der Steiermark in Österreich und ich bewundere deinen Kanal sehr. Ich bin Fotograf-Anfänger und ich und meine Freundin tun auch gerne so ein bisschen herumfahren und gerne Landschaft machen, gerne Landschaftsfotos. Und wir haben jetzt auch zwei Lieblingsfotos vom letzten Urlaub. Und ich erlaube mir, dass ich da jetzt beide Fotos einschicke, weil meine Freundin hat ein anderes Lieblingsfoto wie ich, aber sie traut sich vor der Kamera nicht reden, das mache jetzt dann ich. Und zwar geht es nur um Landschaftsfotos vom St. Wolfgang, beim Wolfgangsee. Und da haben wir Kirchen bei schöner Abendstimmung fotografiert. Und ich bin Anfänger und deswegen habe ich ein bisschen herumbastelt und ich habe auch durch deine Videos mit Filterfotografie ein bisschen begonnen. Und als Anfänger fotografiert man jetzt natürlich die Pfütze mit Filter. Aber das macht mir Spaß und ich tue da jetzt ein bisschen experimentieren. Und was Bearbeitung betrifft, habe ich auch keine Ahnung und probiere halt auch so ein bisschen aus. Und mir würde deine Meinung sehr interessieren. Die Daten von den Bildern sende ich dazu. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's und bin neugierig auf Kritik und freue mich schon. Super Format, danke, mach weiter so. Tschüss. Danke, lieber Paul, für dein Bild und danke auch Michaela, dass du den Paul sprechen lässt. Schlau gemacht. Komm, ich halte die Kamera, du musst sprechen. Ja, cool. Hier ist ein Bild, da habe ich tatsächlich einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Also gut, Himmel ist immer so eine Geschmackssache. Ne? Wenn du den austauschst und spielst rum, kann ich nichts zu sagen. Ich mache das zum Beispiel nie, einen Himmel austauschen, egal ob bei Nacht oder bei Tag. Ich mache es einfach so, wie es bei Tag ist. Oder ich mache gar kein Foto, wenn der Himmel gar nichts kann. Kann auch sein. Aber zur Bildkomposition, ich hätte vielleicht diese Kirche St. Wolfgang ganz drauf gehabt im Bild. Also das heißt, du siehst hier links, ist doch das Dach und die Kirche irgendwie so abgeschnitten. Ich hätte die Kamera einfach ein Stückchen nach links geschwenkt. Ganz wenig nur, dass du hier, du siehst hier an der senkrechten Linie, da hätte ich dann das Bild abgeschnitten. Also wenn du jetzt keinen Weitwinkel mehr gehabt hättest, ich hätte es einfach da anfangen lassen, rechts, wo ich jetzt die Linie ziehe, weiter nach links gedreht, dass du das Dach von der Kirche auch mit drauf hast oder das Ende der Kirche. Hier finde ich es irgendwo abgeschnitten. Genau, das ist so mein Vorschlag einfach für dieses Bild. Und da habe ich noch gehört, da ist ein Kran, den sehe ich jetzt nicht. Im Hintergrund hast du gut gemacht. Passt eigentlich, ne? Also Himmel, Mai, kannst du spielen, muss man aber nicht. Aber vor Ort einfach schauen, wenn man Gebäude fotografiert und das ist mein Hauptmotiv, dann versuch es zumindest ganz drauf zu kriegen. Also ganz einfacher Tipp. Ansonsten keinen weiteren Verbesserungsvorschlag hier. Und jetzt schauen wir das Bild von der Michaela an. Ah, die hat auf 70 mm fotografiert und ist entsprechend näher dran. Aber jetzt schau mal her, die Michaela hat es ja genauso gemacht. Die hat es auch abgeschnitten, ich weiß nicht wieso. Also auch hier hätte man vielleicht wirklich weiter nach links gehen können oder es einfach im Hochformat machen können. Nur die Kirche mit der Spiegelung des Turms im Wasser wäre auch gegangen. Und wenn du eine Spiegelung im Wasser hast, dann könnte man das Wasser auch von der Bearbeitung her, vom Verlaufsfilter her,
einfach ein bisschen abdunkeln und dann ist die Spiegelung auch geiler drin, wenn du halt am Dunstregler nach rechts siehst. Was mir aber wirklich jetzt auffällt an der Bildnachbearbeitung, der Baum, der schaut so komisch aus, der schaut so spitz aus. Warte mal, ich gehe mal hier näher ran. Ja, da siehst du es, da habt ihr drüber gehuscht. Klatsch, klatsch. Siehst du diese Tanne, die sieht so arg spitz aus. Also ich gucke da hin, weil sie auch genau mittig auch noch ist. Ne? Ich gucke einmal auf den Kirchturm, dann gucke ich auf die Spiegelung, die abgeschnitten ist, und dann gucke ich auf die Mitte, dass da irgendwas Komisches am Baum ist. Also mir fällt es halt auf. Genau, also das könnte man vielleicht noch, wenn man mag, ein bisschen verbessern, da genauer arbeiten. Ja, aber auch so ist allemal schöner als mit einem Baukran dahinter. Ne? Deswegen alles cool. Gut, das sind so meine Verbesserungsvorschläge von der Bildkomposition. Weiter nach links, Kirch ganz drauf nehmen. Gut, next one. Ja, hallo Sigi, ich bin der Joachim, ich komme aus dem Raum Hannover. Aus dem platten Norden, schon fast. Ja, ich bin ein absoluter Fotografie-Anfänger. Ich besitze jetzt eine Spiegelreflex seit 4 Wochen. Habe ich mir günstig bei eBay ersteigert. Eine alte Sony A58. Dazu habe ich mir ein Sigma-Objektiv gegönnt, das 1835 Art mit einer 1,8er Blende durchgehend. Das gefällt mir sehr gut. Schwer wie Sau, aber es macht einen guten Job, wie ich finde. Ja, auch Lightroom-Bearbeitung ist für mich absolut Neuland. Mache ich jetzt auch erst seit 2 Wochen. Und da habe ich mich mal so ein bisschen ausgetobt. Mal gucken, was du dazu sagst. Ich bin gespannt. Ja, dieses Foto ist entstanden heute Morgen. Um 5 Uhr konnte ich nicht mehr schlafen. Eine durchregnete, gewitterbehaftete Nacht lag hinter uns und habe gedacht, na, das könnte doch eventuell nach ein bisschen Frühnebel schreien. Ich dann Rucksack gepackt und los. Jawohl. Und dann entstand dieses Foto. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Verbesserungsvorschläge, Bearbeitung, Bildgestaltung, Belichtung, ob da irgendwas anders gemacht werden sollte, muss. Ich würde mich freuen, mal ein Foto bei dir zu sehen, auf deinem Kanal, in diesem tollen Format. Mach weiter so. Lieben, lieben Dank für deine Einsendung, Joachim. Also, dass du Fotografie-Anfänger bist, das kann ich ja kaum glauben. Echt, ohne Scheiß, weil ich finde es ein sehr, sehr tolles Bild. Echt gut gemacht. Einen Tipp kann ich dir geben, wenn du im Wald bist oder in der Natur bist und hast Bäume vor dir, Blätter und so weiter, sei auch vorsichtig da mit Langzeitbelichtungen, weil umso näher du an dem Baum dran bist, umso unschärfer werden die dann, wenn die halt sich minimal im Wind bewegen. Hier gehe ich mal fast von aus, dass sehr, sehr wenig Wind am Start war, weil du 20 Sekunden lang belichtet hast und es ist nahezu scharf, das Bild, also die Blätter in den Bäumen. Von der Bildkomposition her alles cool, es ist richtig schön so geworden. Du hast diese Führungslinie, die dich in das Licht reinführt. Ne? Hier braucht es auch gar nicht zwingend eine Person, die da rumsteht oder ein Hund oder irgendwas. Ich finde es so auch ziemlich cool gelungen. Es ist allerdings ein schwieriges Foto von der Belichtungssituation her, weil die Sonne ja von vorne kommt. Du hast hier eine F16 gewählt, denke ich mal, weil du Blendensterne haben wolltest. Deswegen musstest du auch sehr lange belichten. Ist cool. Man sieht auch gewisse Blendensterne, aber auch nicht perfekt, weil da irgendwelche Wolkenschlieren vor der Sonne waren. Was die Bildbearbeitung angeht, ach schau, mein Stehziel wurde nicht erreicht, aber mein Sitzziel. Von der Bildbearbeitung in Lightroom ist es so, wenn du jetzt, ich glaube, hier hast du den Himmel ausmaskiert, da tut sich Lightroom extrem schwer, wenn da Bäume mit im Spiel sind, weil siehst du, der Himmel, den hat er irgendwie nicht mitgenommen, direkt hinter dem Baum, da hast du diese weißen Flächen. Und wenn du da an den Reglern ziehst, dann sieht man dann tatsächlich die Nachbearbeitung sehr.
Also da muss man echt aufpassen mit den Masken und dem Auswählen über das Himmelswerkzeug, sage ich mal. Da, wenn man das so macht, da darf man nur minimal irgendwie an den Lichtern ziehen oder an der Belichtung ziehen, weil sonst hinter dem Baum ist es einfach weiß und rechts oben im Himmel ist es blau. Ne? Das kann ich dir nur mitgeben. Achte darauf, wenn du mit Masken arbeitest, dass du nicht zu sehr an den Reglern ziehst, weil sich Lightroom extrem schwer tut mit diesem Blätterwerk und dem Himmel da dahinter. Ansonsten kannst du echt happy sein mit dem Foto. Ich finde es trotzdem gut bearbeitet und auch geil aufgenommen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort da gewesen und abgeliefert. Mir gefällt's, Joachim. Sehr schön. Schön gemacht. Bleib dabei, mach weiter und bald hast du die nächste Kamera. Das schwöre ich dir. Aber du siehst, du brauchst nicht das High-End-Equipment. Hey, man kann mit jeder Kamera geile Bilder machen. Das Wichtigste ist, den Blick zu haben, ne, und es einfach zu checken, da jetzt das Foto zu machen und es so zu machen, wie du es machst. Ja, da brauchst du kein besseres Equipment. Das passt schon so. So, jetzt das letzte Bild hier. Leute, was geht denn? Hallo Sigi, mein Name ist Henrik. Ich komme aus Menden im Sauerland. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Das Bild, das ich dir eingeschickt habe, habe ich im Urlaub jetzt an der Côte d'Azur gemacht. Habe mich morgens um 4:30 mal auf den Weg gemacht und habe versucht, einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Es müssen ja nicht immer nur Sonnenuntergänge sein. Mich würde mal interessieren, was du von dem Bild hältst, was du von der Bildbearbeitung hältst, ob gut oder schlecht, was besser machbar wäre, wie auch immer. Dein Format finde ich super. Es ist sehr interessant und sehr unterhaltsam. Mach weiter so. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön, Henrik. Ah, das ist so auch so ein Bild genau nach meinem Geschmack. Also vom Bildmotiv finde ich das echt geil. Klasse, klasse, klasse. 30 Sekunden kann ich auch nachvollziehen, weil im Meer hast du einfach mehr Wellenbewegung als am See. Am See brauchst du keine 30 Sekunden, um was zu glätten. Im Meer doch. Brauchst du schon. Was mir extrem gut gefällt und mich erinnert dieses Bild ganz sehr an meine Steinkreisel, die ich total gern fotografiere. Du hast darauf gewartet, dass die Sonne gerade so aufgegangen ist. Du hast sie genau mittig hergenommen. Die Sonne steht auch noch nicht so hoch, deswegen ist dieser schöne Sonnenstrahl noch schön weich auf dem Licht und doch zentriert auf dein Motiv und leuchtet es an. Finde ich super geil. Ja? Was ich nicht so toll finde, ist, dass es also für meinen Eindruck noch zu blau irgendwo ist. Das ist einfach zu krass bearbeitet. Ja, also ich finde es einfach zu grau. Also zu blau. Ich finde es zu blau. Ich hätte es einfach heller gemacht im Vordergrund, dass die Steine nicht schwarz sind unten, sondern etwas aufgehellt und hätte den Blau Ton in dem Bild runtergefahren. Man kann ja in Lightroom mit einzelnen Farbtönen an den Reglern auch ziehen, um diese Entsättigung bei dem Blau ein bisschen rauszunehmen. Das finde ich echt schon zu stark. Ich hätte mich mehr in das Orange verliebt. Ansonsten, ich finde es voll geil. Also das Motiv finde ich auch geil. Ja? Und das ist auch zur richtigen Zeit aufgenommen und du hast im RAW gemacht. Also, give it a try und bearbeite es vielleicht nochmal anders. Dass nicht ganz so dunkel kommt vorne im Vordergrund, also nur im untersten Drittel und nehmen ein bisschen Blau raus. Das ist meine Meinung. Ja. So, das war jetzt auch schon das letzte Bild. Es hat mir echt richtig Spaß gemacht, eure Bilder anzuschauen, sie zu beurteilen oder auch Verbesserungsvorschläge zu bringen. Ich habe aber tatsächlich bei dieser Sendung echt ein Problem, konstruktiv geile Kritik zu üben, weil die Bilder einfach so super sind. Und glaub mir, ich habe richtig Lust, da noch ein, zwei Folgen zu machen. Schickt mir also echt eure Bilder zu. Gerne auch welche, mit denen ihr echt unzufrieden seid, wo ich dann tatsächlich auch einen Mehrwert bieten kann, um euch einfach zu zeigen, was kann man da besser machen. Ja? Ihr seid schon einfach zu gut, glaube ich. So, also, hat mir echt Spaß gemacht. Ich würde mich weiterhin über Teilnehmer bei meinen Workshops am Ammersee freuen. Schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, auf siegfried-eichhorn.de. Waren ja schon echt viele, viele da. Auch gerade in diesem Jahr ist echt Wahnsinn. Und es macht einfach Spaß, mit euch unterwegs zu sein. Und diese Videos machen mir auch extrem viel Spaß. Schickt mir die Fotos, Teilnahmebedingungen, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Und erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Format. Bye, bye!
euer Sigi vom Ammersee. Heute das erste Mal hier aus dem Studio.